Same as every year, you know, sun, nice weather, beautiful conditions. And this year we also have changed the track, so the athletes will get a harder race, and it will be interesting to see how it will work for the World Championships next year. You have to have respect for the altitude here, and you have to race smart if you want to be in the top. Yeah, it's always a pleasure to be in Antols with a beautiful sun and beautiful atmosphere here in Antols. We like to come here, and a lot of fans like every year, so just fantastic. No podium for me for the moment, but I hope to be on it in Antols. Yeah, in Antols is always special because the shooting range is one of the difficult one. I mean, the approaching to shooting range is a little bit up. It's short uphill, but when you ski fast, then the heart rate is really high and you have to breathe much more. And sometimes we saw it on the range that most of the athletes use 2 breath before each shot. It's not normal, because normally we shoot for each breath, each shot. Da home ist allem genial. Die ganze Familie ist da, die Freunde sind da. Strecke kennt man, aber wenn sie jetzt neu ist, heuer, da ist sehr schwierig, also ich bin ganz gespannt. Also bleibt nichts anderes übrig als Vollgas. Der Ski passt ganz gut. Jetzt mit dem Skistand hapri ein bisschen momentan noch. Es will ja ganz liegend, aber du, lass mich überraschen, was jetzt kommt. Es war ja natürlich genial, da wieder einen Weltcup-Sieg zu holen, aber es ist sicher sehr schwierig bei dem Feld, was wir momentan haben. Aber ich denke, es ist allen viel möglich, es kann viel passieren beim Biathlon, deswegen die Rechnung schauen wir uns Ziel noch.